Wir sitzen hier heute mit Professor Dr. Gunter Dück, der Sachverständiger war in der Anhörung der Verfassungskommission des Landtags Nordrhein-Westfalen zum Thema Schuldenbremse. Die Anhörung sehr spannend, sehr lehrreich auch für uns. Wir haben geredet darüber, wie die Schuldenbremse umgesetzt werden kann und was es für Probleme geben kann. Und ein paar Fragen wollen wir doch nochmal vertiefen. Und da wäre meine erste Frage, Herr Dück, die Veränderungen, die die Arbeitswelt mit sich bringt, die digitale Zukunft mit sich bringt für die Arbeitswelt. Was glauben Sie, wie muss sich die Arbeitswelt verändern? Was muss Politik tun, um die nächsten Schritte zu machen, um fit zu sein für die digitale Zukunft? Ja gut, die digitale Zukunft ist jetzt so ein Infrastrukturbruch, wie es früher mal der Trecker in der Landwirtschaft war oder Elektrizität. Mhm. Das Problem ist, also damals hat man das ganz gut bewältigt, weil Leute vom Bauernhof als Landarbeiter dann in die Automobilproduktion gehen konnten oder beim Autobahnbau mitmachen konnten. Dieser Bruch ist qualitativ ein bisschen komplizierter, weil das Internet nicht einfach ein technischer Umbruch ist, sondern diesmal nimmt der Computer vielen Berufen so mindestens den einfachen Teil der Arbeit weg. Also alles, was Routinetätigkeit ist, kann der Computer im Prinzip selbst. Und das heißt, dem Menschen bleiben dann eigentlich nur die Tätigkeiten über, die der Computer noch nicht kann. Und das sind meistens komplizierte und stressige Sachen. Also jetzt so in meinem Umfeld, damals in der IT, wären das so Projektleiter, Manager, Verkäufer, überall anrufen, sich einigen, verhandeln, Spezifikationen mit den Kunden aushandeln, wie soll nun wirklich also was gebaut werden, das ganze Zwischenmenschliche. Mhm. Und dann muss man sowas wie Verhandlungen können, durch sich durchsetzen können, Leute begeistern, mitmachen, also ja, das ganz viele Leute, die sich kaum kennen, also weil man dauernd neue Projekte hat und so weiter. Das ist auch heute im Arbeitsleben so, man hat sehr oft mit Leuten zu tun, die man nur einmal sieht oder gar nicht, im Callcenter oder so, und man braucht, ja, da ist das so. Also man hat früher mit seinen Kollegen 10 Jahre, 20 Jahre da in so einem Großraumbüro zusammengesessen, und wenn man die nicht mochte, dann hat man sich so langsam irgendwie akklimatisiert und nach ein paar Jahren gewöhnt man sich die dran und streitet nicht mehr. Ja, dann hört das irgendwie auf. Und heute ist es so, dass man eben dauernd mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Projekten zu tun hat und gar keine Zeit hat, sich an irgendwen zu gewöhnen, sondern die Aufgabe ist, dass man von Anfang an, also ungefähr nach einer halben Stunde, vernünftig, professionell mit den anderen höflich zusammenarbeiten kann und sich eben nicht streitet. Mhm. Und da gibt es jetzt immerzu wieder so Aufrufe, man muss teamfähig sein, was die meisten Leute nicht verstehen. Man versteht irgendwie das andere Arbeitssetting nicht, dass man jetzt nur noch so den stressigeren Teil hat, also dieses ganze Vermitteln, Nachgucken, Leute überzeugen, anrufen, Termine koordinieren und so weiter. Und das erfordert erstens ganz, ganz andere Tätigkeiten und zweitens dann natürlich auch sehr viel mehr Stressresistenz, weil das so, alles so Arbeiten sind, die irgendwie stressig sind, weil es viel Umkehr machen. Und deswegen haben wir auch diese vielen Burnouts, also die Leute merken, dass sie nur noch stressigere Arbeit haben und sie merken auch, dass sie eigentlich nicht teamfähig sind und das eigentlich gar nicht können. Mhm. Und dann kommt Unfähigkeit mit Stress zusammen und dann kriegen sie einen Burnout. Okay. Ja, das sind diese ganzen Entwicklungen, die Leute sagen immer, man wird gehetzt oder durch die Arbeit wird so dichter oder so, die können das nicht richtig beschreiben, aber es ist im Grunde die an neue Arbeitsanforderungen, und das wird jetzt um Größenordnung schlimmer. Mhm. Und da muss einfach, sagen wir mal, die Bildungspolitik einfach neu nachdenken, welchen Menschen wollen wir eigentlich so aus dem Bildungssystem herauslassen, wo einer das kann. Und sowas wie verhandeln, Projekte leiten, mit anderen Leuten sofort klarkommen und so weiter und so weiter, das ist nicht Gegenstand der frühkindlichen Erziehung, nicht solche im Kindergarten, nicht in der Grundschule, nicht im Abitur und auch nicht an der Uni. Und dann kommen Leute jetzt mit 28 mit einem Doktor aus der Universität und können das alles nicht. Und dann sind sie sachlich natürlich unter Umständen ziemlich gut, können jetzt meinetwegen gut programmieren, gut die Physik machen und Apparate bauen, aber sie kriegen dann diese ganze Projektwelt nicht gut drauf. Das heißt, wir müssen auch in der Bildungspolitik einfach Dinge verändern. Ja, und da würde ich plädieren, dass man sowas wie eine Vision hat, für welchen Menschen will ich eigentlich haben. Ich sage immer so in Vorträgen, nachher auch, auf meinem Zeugnis stand Ordnung, Fleiß,
Mitarbeit und Betragen. Mhm. Und das heißt, man will mich als ordentlichen Staatsbürger haben, der einfach seine Pflicht tut. Mhm. Und heute ist das nicht damit getan, dass man seine Pflicht tut, sondern das ist schwer zu sagen. Man muss einen professionellen Umgang mit allen Leuten haben. Man braucht also im Grunde genommen diese Soft Skills, über die immer alle reden, müssten quasi in der Bildung schon mit implementiert sein, dass ich nicht einfach nur mit viel Wissen aus der Uni komme, sondern auch mit den Eigenschaften, die ich sonst noch so brauche, um mit Menschen zu fahren. Da tun sich die Bildungsinstitutionen aus verschiedenen Gründen schwer. Sie trauen sich nicht, ein neues Menschenbild zu entwerfen. Ich habe mal vorgeschlagen, neue Kopfnoten zu machen. Mhm. Also hat Humor, begeistert andere Leute, kann sie mitnehmen, wenn er was vorschlägt, machen die anderen mit. Er kann irgendwie, kann Follower haben, was im Internet ja auch wichtig ist. Und so weiter. Und da tun sich die Bildungsinstitutionen sehr schwer. Dann ist es natürlich so, dass man leichter in der Schule Fachwissen reinkloppen kann und das abprüfen. Also die Sitten des Nachprüfens oder Klausuren und so, die sind sehr hart auf das Wissen abgestimmt. Und wenn man jetzt einfach sagen soll, wir prüfen jemanden, ob er Eigeninitiative hat, das ist immer schwer zu sagen. Dann muss man natürlich von schwer Zeugen, zu vergleichen. Dann muss man einfach zu Einzelgutachten übergehen, so wie man das ja beim Arbeitgeber auch hat. Der vergleicht ja nicht mit anderen, sondern macht ein Gutachten für die einen. Dann muss man die ganzen Bewertungen umstellen, die Prüfungen und so weiter. Und das ist dieser Upgrade zu den neuen Soft Skills und so weiter, der ist sehr, sehr, sehr viel weitergehender, als wir den bis jetzt hatten. Das wäre so der erste Bereich, in den man dann auch massiv investieren müsste? Investieren nicht so richtig, man muss den Wandel herbeiführen. Ich meine, das Problem ist ja, dass die Lehrer diese Skills auch nicht haben. Aber für die Aus- und Weiterbildung der Lehrer muss ich natürlich... Ich muss ganz früh anfangen, sozusagen das anfangen und jetzt so auf ganz lange Sicht muss ich schon mit der frühkindlichen Erziehung ganz anders anfangen. Mhm. Und wenn man darüber nachdenkt, sind die meisten Eltern heute gar nicht so fähig. Also wenn wir jetzt so sehr viele Leute haben, so im Bereich Armutsbereich oder Migranten oder sowas, die sind nicht nur bildungsfern, sondern ganz fern von diesen Sozialskills. Mhm. Und man hat dann, weil das staatliche System sich über sowas gar nicht kümmert, hat man dann im Grunde Kinder, die die Gnade haben, dass ihnen die Eltern das beibringen können und andere, wo das nicht so ist. Mhm. Und das macht jetzt gerade die Ungerechtigkeit. Also ich glaube, die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich oder Chancen in der Chancengleichheit, die ist wesentlich durch diesen digitalen Wandel auch bestimmt. Mhm. Also es gibt jetzt immer wieder Leute, die sagen, sie haben ja einen Doktor mit 1, ist alles in Ordnung, aber sie kriegen keine Stelle, weil sie einfach sie sind dann nicht teamfähig oder sowas und kriegen eine Ablehnung nach der anderen, sie sind nicht mal in der Lage, vernünftig eine Bewerbung hinzuschreiben, so irgendwie was Nettes. Jetzt haben wir vorhin in der Anhörung gehört, dass sich die Arbeitswelt verändert, dass es, Sie haben gesagt, ungefähr 20% Gutverdienende gibt, die guten Jobs haben und ca. 80% der Leute, die weniger guten Jobs haben, um es mal so zu sagen. Gar keine guten mehr. Jetzt haben wir auch gehört, das wird dann schwierig, zum Beispiel mit der Finanzierung der Schuldenbremse, wenn sie zum Beispiel basiert auf Einkommenssteuern oder Ähnlichem. Wir müssen schnell investieren, wir müssen schnell zukunftsfähig werden. Wo sind denn die Investitionsbereiche, in die wir auf jeden Fall jetzt sofort reinstecken müssen, damit wir nicht abgehängt werden? Zum Beispiel gegenüber in der Anhörung wurde es ja gesagt, Estland mit der Internetinfrastruktur und so weiter. Also praktisch, es gibt ja so Vorbilder von kleinen Ländern. Ja. Die haben einfach kompromisslos Internet ausgelegt und ich glaube, es ist in Estland, wo sie ganz viel eine sehr hohe Inflationsrate haben, weil die jetzt alle über Internet gute IT-Jobs haben und plötzlich verdienen alle wahnsinnig mehr und dann geht die ganze Wirtschaft ab, dann muss man das schon fast wieder abkühlen. Also, also das war für eins von die, ich weiß nicht, ob es Estland oder Lettland war, eins von den dreien. Und man könnte jetzt einfach nachdenken, welche Infrastruktur brauche ich, um welche Menschen zu haben. Internet ist dann eine Sache, das ist jetzt relativ teuer. Also, was heißt teuer? 60 Milliarden würde ich sagen, alle kostet. Das ist ungefähr wie eine halbe Westelb retten oder so. Nein, ich wundere mich immer, dass man so, wenn Griechenland sagt, wir brauchen so und so viele Milliarden, hast du. Ja, und so immer an dich. Also da noch 10 Milliarden, also praktisch, die sind willig für alles mögliche Schulden auszugeben. Und das mit dem Internet hängt schon jetzt seit vielen Jahren. Also ich habe gerade noch mal
vorhin im Internet geguckt. Ich habe damals in einer Arbeitsgruppe für den IT-Gipfel mitgemacht und daraufhin hat der damalige Wirtschaftsminister Gloß im Jahr 2008, November, gesagt, wir schwören, dass wir das Internet auf jede Berghütte, auf jede Hallig und jeden Bauernhof geben. Also wenn Sie noch, können Sie surfen, Hallig und Gloß und... Okay. Hat nicht geklappt. Nein, nein, das wird jetzt jedes Jahr neu von der Frau Merkel versprochen, aber es passiert im Grunde eigentlich nichts. Man wartet das aus. Und man muss natürlich auch die Grundlagen schaffen, dass es der Wirtschaft irgendwie gut geht. Man kann sich doch, eine große Wirtschaftsnation kann sich doch nicht anhören, dass das irgendwie Winkel in Bayern gibt, wo man nicht gut mehr eine mittelständische Firma betreiben kann, weil man nicht mit dem Internet angebunden ist. Das kann nicht sein. Mhm. Ja? Und da müsste man einen gewissen Stolz haben, das einfach wegzumachen, hin und her. Was vielleicht noch wichtiger ist, aber was gar nicht so viel Geld kostet, wäre, alle Bildungsmaterialien mal aufs Internet zu bringen. Im Augenblick ist es so, dass man jetzt zwar den Schülern ein iPad gibt, aber man kann damit nichts machen. Also das ist so eine furchtbare Unsitte, so digitalen Unterricht zu verwechseln, dass jeder ein Tablet für 199 von Aldi hat. Und dann ist aber nichts drauf. Also außer, dass man dies mitschreibt, vielleicht fotografiert oder irgendwie. Und im Grunde brauchte man so eine Infrastruktur, dass man eine Wikipedia hätte mit allen, also zu jedem Tier bitte ein Video, und zu jeder Pflanze ein Bild mit den Kelchblättern. Man braucht so Erkennungsprogramme. Ich laufe durch meine Wiese und fotografiere irgendwelche Gräser und dann sagt es, das ist Fuchsschwanz und das ist irgendwie anderes Gras. Da kann man wunderbare Safaris machen, da hätten die Leute auch Lust zu, aber ich muss diesen Content haben. Ja. Und ich brauche alle Musiknoten im Internet, für Blockflöte, für Oboe, was immer. Das, die Musikschulen nicht dauernd nach Noten gerne. Ich muss doch irgendwie auch mal frei irgendwie im Chor was singen können, damit die Noten einfach da sind. Ich hätte gerne alle Dramen dieser Welt in verschiedenen Choreografien einfach abrufbereit aus dem Mediathek von der ARD. Da sagen wieder die Juristen, du, das geht nicht. Wir haben zwar diese ganzen Dinge gebunkert da irgendwo, aber wir dürfen die nicht zeigen, weil RTL dann wieder irgendwie Zauber macht. Ja. Das kann nicht sein. Da muss ein Staat irgendwie sagen, dass die Bildung Vorrang hat vor so ein bisschen Wirtschaftsmeckerei von irgendwelchen Privatsendern. Okay. Im Übrigen würde ich dann einfach ZDF und ARD einfach Shutdown machen und ihnen einen anderen Kulturauftrag geben. Der Kulturauftrag über das Fernsehen ist völlig obsolet, den braucht man nicht. Das steht auch in neueren Gutachten von echten Sachverständigen. Warum müssen wir dafür 23 Euro bezahlen, wenn wir 90 Programme umsonst gucken können? Ja? Aber wir haben ja neue Staatsaufträge. Wir könnten ARD und ZDF verpflichten, neue Materialien zu schaffen und wertvolle Filme für Schulbildung und so weiter, dass das jeder abrufen kann. Das wäre ja eine ganz andere Frage. Dann hätten sie sogar noch mehr Arbeitsplätze als vorher. Man kann sogar noch mehr Geld reinpumpen. Okay. Nur ist es dann anders. Und was ich sehe, ist, dass die Leute einfach so ihren Auftrag vergessen. Sie haben mal den Auftrag irgendwann in den 60er oder 50er Jahren bekommen, für Volksbildung da zu sein. Und das ist jetzt diese Aufgabe, Volksbildung ist eine andere. Und da muss man das irgendwie abschaffen. Mhm. Das Fernsehen braucht man ja nicht, weil es überall da ist. Und es wäre schön, wenn die Politiker auch mal so diese ganzen Grundannahmen, unter denen sie mal was angefangen haben, hinterfragen würden. Also zum Beispiel kennt jeder, dass man nicht mehr als 60% des Inlandsproduktes Schulden haben soll. Das steht jeden Tag als Maastricht-Vertrag in der Zeitung. Und man darf nur 3% Neuverschuldung machen. Sonst muss man Strafe bezahlen. Das ist im Jahr 2002 oder 2003 mal aufgebracht worden. Da haben sie so gesagt, über den Daumen, wir haben jedes Jahr 2% Inflationsrate und 3% Wachstum macht zusammen 5%. Und dann, wenn man 60% Schulden hat, dann darf man, weil man ja wächst und Inflation hat, 5% mehr machen. Mhm. 5% von 60 sind 3. Mhm. Also 3%. So. Und das geht in die Köpfe rein. Das ist jetzt 10 Jahre in den Köpfen drin, aber es gibt gar keine Inflation und Wachstum auch nicht. Das heißt doch, man müsste den Maastricht-Vertrag doch irgendwie anders wieder fassen und sagen, guck mal, man darf jetzt nur noch 1% Neuverschuldung haben oder gar keine. Oder man könnte sagen, guck mal, wir haben jetzt die über viele Jahre haben die Regierung jetzt alle Schulden zu 0% aufgenommen.
die kosten jetzt nichts. Also wir können so viel Schulden machen, wie wir wollen, es kostet ja nichts. Mhm. Wenn jetzt aber die Zinsen irgendwie durch langsam wieder auf 2-3% steigen, dann bricht der Staat ein. Das heißt, diese heute besprochene Schuldenbremse wird sofort gekippt, und zwar dadurch, dass die Zinslast so erfährt, einfach, die jetzt gar nicht da ist. Mhm. Und dann kommt dazu, dass soziale Unruhen ausbrechen, weil alle Leute, denen man jetzt 10-jährige Nordrhein-Westfalen-Anleihen oder sowas angedreht hat, die fallen natürlich, weil sie ja Zero-Bonds sind, fallen die dann unter Umständen auf die Hälfte bis auf ein Drittel, je nachdem, wie lange sie laufen. Mhm. Und das heißt, die Leute haben dann sauerspartes Geld verloren. Es ist ja nicht so, dass sie 0% Zinsen kriegen, sondern man hat ihnen jetzt ein fantastisches Kursrisiko angedient. Also, also eine 10-jährige Anleihe, also wenn das Zinsniveau 7% ist, würde eine 10-jährige Zero-Bond-Anleihe, glaube ich, 40 oder so kosten. Okay. Also in 10 Jahren bei 7% Verzinsung werden aus 40 100. Ja. Und das heißt, wenn das Zinsniveau relativ schnell auf 7% steigt, dann wäre ein Mensch, der eine 10-jährige Nullanleihe gekauft hat, wäre dann auf 40. Mhm. Und das heißt, die ganzen Sparer, die irgendwelche Anleihen gekauft haben, machen unglaubliche Kursverluste und so weiter. Alle diese Dinge werden irgendwie nicht besprochen. Das macht mich ein bisschen krank. Okay. Wir reden gleich. Also das sind so Folgelasten, die so ein Land auf sich nimmt, die sind noch nicht zu sehen. Das ist nur das Risiko, dass das passiert. Es ist noch nicht eine feste Schuld, aber es ist ein hohes Risiko. Mhm. Das heißt, man müsste sogar dann anschauen, nicht nur wie viel Schulden habe ich, sondern was sind die Risiken. Mhm. Dass die Zinsen steigen, das ist fast sicher. Also weiterfallen wird schwierig. Ja, und können noch auf minus 0,5 gehen, ja. Dann macht das Land ganz viele Schulden und verdient Geld, und dann gehen die Zinsen plötzlich hoch, und dann haben alle, das ganze Land hat ein Risiko, also die Bürger natürlich mit den Kursverlusten, das Land sowieso, und alle diese Dinge werden irgendwo so weggetan. Und im Grunde, was mich bei der Anhörung so ein bisschen, es war jetzt nicht der Punkt bei der Anhörung, aber was mich so wundert, ist, dass die Leute eigentlich immer nur Schulden machen wollen, also die allen Politiker, und dann bei der Schuldenbremse diskutieren sie jetzt, wie sie sich selber davon abhalten können. Also sie wissen, jetzt ging die ganze Zeit um Umgehung und wie kann ich das verraten und wie kann ich doch durch irgendwelche Sondergesellschaften trotzdem Schulden machen und das nicht offenbar werden lassen. Das heißt gleich, sie haben einerseits die Verantwortung, die Landtagsabgeordneten die Schulden abzuschaffen, und auf der anderen Seite machen sie sich den ganzen Tag Gedanken, wie sie sich selber davon abhalten können, so große Sünden zu begehen. Mhm. Und dann überlegen sie sich, wie sie trotzdem, wenn das Gesetz geändert wäre, trotzdem diese Sünden begehen können. Und im Grunde, wie soll man das sagen? Es wird nicht über Verantwortung gesprochen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und die Anhörung hat ja auch gezeigt, dass im Grunde genommen Sie der einzige Sachverständige waren, der gesagt hat, wir müssen einfach mal das Ganze von ganz oben betrachten und nicht immer nur die kleinteiligen Regelungen. Wie kann man eine Schuldenbremse umsetzen? Müssen wir über Doppik reden oder können wir kameralistischen Haushalt führen oder ähnliches? Also es wurde sehr kleinteilig angegangen, und wir haben ja gesehen, dass im Grunde genommen... Man kann ja, also ich hätte es gesagt, dass man sagt, dass der Staat irgendwie eigentlich ohne Schulden wirken sollte, dass das ein Grundsatz ist. Den kann ich ja nehmen. Das ist keine Vorschrift, aber ein Grundsatz. Mhm. Die Politiker könnten sich ja verpflichtet fühlen, dass diesen Grundsatz so halbwegs zu beherzigen, dass man die Schulden, wie ein normaler Mensch ja auch, also im Privatleben, die Schulden doch irgendwie zurückführt. Also es ist nicht Ziel eines Privatmenschen, bei 10.000 Euro Überziehungsvolumen bei der Bank immer genau bei 10.000 zu sein und immer Angst zu haben und jeden Tag zu zittern, sondern man sagt doch, komm, jedem Menschen, wenn der sagt, ich zittere unter meiner armen Schuldengrenze, ich bin immer genau vor 10.000 und darüber gibt Strafen. Mhm. Und dann würde man sagen, komm, jetzt arbeite mal 3 Monate auf Überstunden, mach's weg. Mhm. So, und dieses, was man im Privaten einfach richtig machen würde, wird hier noch nicht mal diskutiert. Mhm. Ja, haben wir gesehen bei der Anhörung, und werden wir heute Abend vielleicht nochmal drüber reden. Wir machen gleich noch eine Veranstaltung zum Thema Zukunft der Arbeit im Licht der Schuldenbremse, und ich freue mich. Vielen Dank nochmal für die Beantwortung der Fragen, Professor Dr. Dück. Vielen Dank.